Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete und Zuhörende. Am Dienstag war ich mit Rabbiner Teichtal in einer Flüchtlingsunterkunft am Kudamm. Dort haben jüdische Waisenkinder und jüdische Frauen mit ihren Kindern aus der Ukraine eine Bleibe gefunden. Sie alle stammen aus Odessa. Mich hat beeindruckt, mit welcher Herzlichkeit sie dort betreut werden. Das jüngste Kind war gerade einmal 8 Wochen alt. Es hat noch ein ganzes Leben vor sich. Es ist jetzt in Sicherheit. Und gestern war ich gemeinsam mit der Vorsitzenden von SOS Kinderdorf Deutschland, Frau Professorin Schutter, in einem SOS Kinderdorf und habe dort mit ukrainischen Frauen und ihren Kindern gesprochen. Einerseits ihren Schmerz, ihre Traumatisierung durch den Krieg und die dramatische Flucht zu spüren, aber andererseits auch die Erleichterung, nun hier in Sicherheit zu sein. Und die Hoffnung begann in dem Moment, als sie am Bahnhof in Berlin einen Mitarbeiter mit SOS Kinderdorf-Weste sahen. Für diese Hoffnung, in Sicherheit zu sein und hier schnell und unbürokratisch aufgenommen zu werden, danke ich stellvertretend für allen, die sich haupt- und ehrenamtlich engagieren, SOS Kinderdorf und Herrn Rabbiner Teichtal. Es ist großartig, denn hier wird ganz schnell geholfen. Sie mindern Leid und Sie geben Hoffnung. Das Bundesfamilienministerium hilft ganz konkret. Wir stehen bereit, die Koordinierung für die evakuierten Waisenhäuser zu übernehmen. Mir ist es sehr wichtig, dass wir für diese Kinder, die ohne Eltern sind und die so viel Leid und Tod erlebt haben, so viel Geborgenheit und Stabilität wie möglich schaffen. Dazu gehört, dass sie in ihren vertrauten Gruppen zusammenbleiben können und dass sie nicht von ihren BetreuerInnen getrennt werden. Das Konzept für die Koordinierungsstelle liegt vor und wir haben starke PartnerInnen an unserer Seite. Die Koordinierungsstelle soll Ordnung schaffen und Anlaufstelle sein. Und wir schauen genau hin, was diese Menschen jetzt brauchen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Und dazu zählt auch der entschlossene Kampf gegen skrupellose Menschenhändler, Zuhälter und Sexualstraftäter, die die verzweifelte Lage von Frauen und Kindern ausnutzen wollen. Unsere Expertinnen vom Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen und der Hotline des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs arbeiten Seite an Seite mit den Polizeibehörden. Es gibt psychosoziale Unterstützung und unsere bewährten Sprach- und Integrationskurse, beispielsweise diejenigen für Mütter gleichzeitig mit Kinderbetreuung, stehen all jenen beiseite, damit diese ersten Schritte der Integration, des Spracherwerbs und der Teilhabe jetzt schnell und unbürokratisch begonnen werden können. Sehr geehrte Abgeordnete, der Einzelplan 17, den wir heute einbringen, er steht für Hilfe, für Förderung und für Unterstützung für alle Kinder und ihre Familien in der Bundesrepublik. Und der größte Posten finanziert die bekannteste und beliebteste Familienleistung in Deutschland, das Elterngeld. Dafür stehen 7,73 Milliarden Euro zur Verfügung. Er hilft Müttern und Vätern, Beruf und Familie noch besser zu vereinbaren. Und zuletzt haben 42% der Väter Elterngeld in Anspruch genommen mit einer durchschnittlichen Bezugsdauer von 3,7 Monaten. Das ist eine sehr gute Entwicklung und darauf wollen wir auch aufbauen. Und wir werden. Frau Ministerin, Entschuldigung, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung aus der AfD-Fraktion? Nein, ich möchte meinen Haushalt vortragen. Danke. Wir werden Familien weiter entlasten mit dem Aufbau einer Kindergrundsicherung. Und damit das in seiner Komplexität gut funktioniert, gibt es unter unserer Leitung eine interministerielle Arbeitsgruppe. Kurzfristig entlasten wir von Juli an bedürftige Familien mit dem Sofortzuschlag. Damit gibt es zusätzlich 20 Euro pro Kind pro Monat beim Kinderzuschlag. Und ich bin sehr froh, dass auch geflüchtete Kinder aus der Ukraine diesen Kindersofortzuschlag bekommen.
Die Bundesregierung unterstützt Familien auf vielfältige Weise, sei es beim ersten Entlastungspaket, denn natürlich hilft es auch Familien, wenn es den Heizkostenzuschuss gibt oder das Kurzarbeitergeld. Aber auch mit dem zweiten Entlastungspaket helfen wir Familien durch einen Einmalbonus von 100 Euro pro Kind und zusätzlich zum Kindergeld und weiteren 100 Euro für allen, die Sozialleistungen beziehen. Ein wichtiges Plus im Geldbeutel für Familien in der aktuellen Lage. Und wir bleiben dabei nicht stehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche, für das wir 272 Millionen Euro bereitstellen. Aber natürlich auch wichtige Mittel, um die Gleichberechtigung voranzutreiben, um Frauen vor Gewalt zu schützen, um Kinder vor sexualisierter Gewalt und Missbrauch zu schützen, um queere Menschen zu stärken, um Transmenschen, die von Anfeindung betroffen sind, zu stärken. Und wir werden SeniorInnen unter anderem durch den Digitalpakt Alter stärken und die Situation von Pflegebedürftigen verbessern. Und wir haben eine Strategie gegen Einsamkeit gestartet. Es gilt auch, die Folgen von Corona im Blick zu halten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Folgen des Ukraine-Krieges, sie fordern entschlossenes Handeln für Waisenkinder, für unbegleitete Minderjährige, für Frauen, für über 60-Jährige. Und ein besonderes Augenmerk gilt den hochbetagten Holocaust-Überlebenden. Ich will, dass Sie alle einen sicheren Hafen in Deutschland haben. Das ist unsere Verantwortung, mehr als das. Das ist unsere humanitäre Verpflichtung. Und für mich ist aber auch klar, es gibt keine Flüchtlinge erster und zweiter Klasse. Und eng damit verknüpft ist unser entschlossenes Engagement gegen Rassismus, gegen Antiziganismus, gegen Antisemitismus durch die Mittel von Demokratie leben. Meine Damen und Herren, nie war es wichtiger als jetzt. Nie war es wichtiger als jetzt, entschlossen für die Demokratie und demokratische Werte einzutreten, in Deutschland, aber auch international. Und als Jugendministerin stehe ich dafür, dass die junge Generation in einer vielfältigen Demokratie, geprägt von Solidarität und Respekt, aufwachsen kann. Wir alle haben es in der Hand. Wir alle sind gefragt, für diese demokratischen Werte einzutreten. Dankeschön.